Also, ich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist jetzt ungefähr 6.30 Uhr, also noch relativ früh. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Uni. Ich habe heute noch einen richtig langen Unitag vor mir, und also bis 17 Uhr ungefähr. Und dann um 19.30 Uhr geht auch schon mein Flieger. Also ich muss echt richtig schnell von der Hafen City dann zum Airport düsen. Genau, ich hoffe, dass ich meinen Flieger nicht verpasse. Das wäre echt richtig blöd. Ja, genau. Und dann fliege ich zu meiner Family nach Mallorca. Ich freue mich sehr drauf. So, ich zeige euch jetzt noch einmal mein Outfit. Genau, der Blazer, die Hose, meine H&M-Tasche hier. Das ist also meine Uni-Tasche. So, ich sitze jetzt hier gerade und habe mir so Sushi gekauft. Ich sehe auch nicht so geil aus, muss ich sagen. Ich bin ja schon seit 6 Uhr morgens auf den Beinen und ich habe eben gerade Frischhaltung für mein Gesicht gewaschen, weil es so klebrig war und keine Ahnung, jetzt fühle ich mich ein bisschen wieder frischer. Genau, jetzt esse ich das kurz und ich war so unter Zeitdruck, zumindest habe ich mir das vorgestellt, irgendwie ging das am Ende tatsächlich nicht. Also keine Ahnung, ich habe so einen Zeitdruck gemacht. Ich bin dann sogar noch so nicht vorgedrängelt. Ich habe nett gefragt natürlich, aber die Sicherheitskontrolle war halt eine ultra lange Schlange. Und dann wurde ich noch so vorgelassen, weil ich dachte, ich schaffe das nicht. Und jetzt kann ich mich sogar noch hinsetzen und Sushi essen. Also tut mir irgendwie ein bisschen leid an die Leute, die mich vorgelassen haben. Ich hoffe, dass die mich jetzt nicht sehen. Das wäre nämlich ein bisschen unangenehm. So, meine Lieben, es ist Samstag mittlerweile. Ich habe gestern nichts mehr gefilmt. Ich war einfach nur platt, als ich dann zu Hause war. Und ja, ich habe mich einfach so eklig gefühlt. Ich habe das Einzige, was ich noch gemacht habe, war, ich bin duschen gegangen. Und ja, das war es auch. Genau, jetzt muss ich gleich ganz schnell einmal ein bisschen Content shooten. Ich habe nämlich heute eine Abgabe. Genau, und wir kriegen gleich Besuch hier. Also zwar kommen nämlich Freunde von meinen Eltern. Und mit denen gehen wir dann später zusammen aufs Boot und so. Ich hoffe, dass das Wetter noch schöner wird, weil, wie ihr sehen könnt, das ist irgendwie alles nur grau. Ja, aber wird bestimmt schon ein bisschen wärmer, hoffentlich. Leute, übrigens hat irgendwie meine Haare hier eine ganz komische Konsistenz. Die sind so, ich glaube, das kennt jeder aus so Strandurlauben. Die sind so richtig komisch, nicht strohig, aber keine Ahnung, ganz, ganz nicht schön auf jeden Fall. Ja, und das ist das eine Outfit. So, ich habe schon jetzt meine Videos aufgenommen. Wir haben auch schon gefrühstückt, alle zusammen. Genau, und ich muss das jetzt noch zusammenschneiden. So, ich habe jetzt mir mein Bikini angezogen und ja, genau, das ist der, den ich auch schon hier gelassen habe. Irgendwie ist er ultra ausgeleiert, weil ich den so zweimal jahrelang gefühlt mein Lieblingsbikini. Und jetzt hat er eigentlich seine beste Zeit hinter sich. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt gleich los zum Boot. Die Sonne ist auch einfach rausgekommen, es ist so schön. Und ja, ich nehme natürlich meine Kamera mit.
das hin. Katja, kannst du das machen? Ist es egal. Mit voller... Was brauchst du, Konstantin? Naja, drück mal da diese Stütze rein. Nee, das ist diese andere Stütze. Achtung, Butchino! Ich lass einfach runterdrücken. Alles klar. So, ich habe mich einmal umgezogen und zwar habe ich dieses schöne Kleid von Zara angezogen und meine Mami macht jetzt einmal ein Bild von mir auf unserer schönen Terrasse unten. Genau, weil ich habe da letztes Mal so schöne Bilder gemacht. Deswegen, ich möchte diese Chance auf jeden Fall nutzen, wenn ich schon hier bin. Und guck mal, hier, man sieht so, obwohl ich weiß gar nicht, ob man das gerade sieht, aber im Schatten sieht man das eigentlich ganz gut. Wartet. Ich habe einen leichten Bikini-Abdruck. Ja, ich freue mich, auch wenn das leider nur rot ist. Ich habe mich halt eigentlich gar nicht eingecremt, weil die ganze Zeit war da so eine leichte Wolkendecke. Das heißt, mir war auch relativ kalt auf dem Wasser, also auf dem Boot, weil da halt die ganze Zeit so ein Wind war. Aber keine Ahnung, irgendwie habe ich doch einen starken Sonnenbrand dabei bekommen. So, wie man sehen kann, die war noch nichts gedeckt, aber das werde ich dann jetzt einfach mal ganz schnell ändern. Ja, und das ist übrigens ein Must-Have bei uns hier. Und so viele Mücken. Das ist eigentlich schön, dass da hinten ist. It's a dream. Das ist so ein schöner Hintergrund, um Bilder zu machen. Ich gehe jetzt mit meinem Papi und einer Freundin und Feli eine Runde spazieren und dabei bringen wir auch fleißig den Müll weg. Genau, wir gehen einmal unten ans Wasser und ich glaube nicht, dass wir da noch was trinken. Oder kann auch sein, dass, keine Ahnung, wie anstrengend das ist, weil irgendwie ist es voll warm heute. Ich glänze auch richtig doll, wie man sehen kann. Aber ich bin auch eingecremt, weil gestern hatte ich ja diesen schönen Sonnenbrand. Der ist jetzt mittlerweile schon fast weg, aber ich will ihn nicht wieder einbekommen. Mann, du! Guck mal! Wir sehen uns ähnlich, ne? Wir beide sind ja auch Geschwister. Ne, bist auch ein Kind. Schön mit meiner öligen Haut an dein Fell. Guck mal, beide hier, Felix. Ja, du musst mal gucken, Felix. Und alles voller Haare. So, ich habe mich jetzt so ein bisschen geschminkt. Also ich habe mir Lip Liner drauf gemacht. Und Wimperntusche eigentlich, also mehr eigentlich auch nicht. Genau, und wir gehen gleich zusammen essen. Ich habe irgendwie noch mehr Sonnenbrand heute. Ich habe mich zwar die ganze Zeit eingecremt, lag auch nicht die ganze Zeit in der Sonne, aber irgendwie ballert die Sonne hier auch nochmal. Genau, mein Outfit ist einmal so ein Top, das ist wirklich von Zara. Und eine Hose von, I don't know, ich glaube die ist von New York, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau. Und meine Haare sind auch noch nass, aber die sind hier durch Salzwasser, Sonne und das Wasser auf Mallorca ist eben ein bisschen komisch.
sind die sowieso strapaziert, deswegen mache ich da jetzt nicht noch irgendwie. Also ich föhne sie jetzt auf jeden Fall nicht noch mehr. So, ich habe hier immer ein paar Probleme, meine Kamera aufzustellen. Deswegen hocke ich hier einfach mal kurz auf den Boden. Was ich sagen möchte, ist, dass es jetzt schon Montagmorgen ist. Heute Abend fliege ich schon zurück. Ich will nicht zurückfliegen. Naja, es war echt sehr, sehr kurz hier. Genau, ich habe mich heute dazu motiviert, etwas früher aufzustehen, weil es auch nicht so früh. Eigentlich wollte ich um 7.50 Uhr aufstehen, jetzt ist es 8.50 Uhr. Naja, und ein wenig Uni machen, weil ich auch morgen schon wieder um 8 in der Uni sein muss und da muss man ja immer schön vorbereitet sein. Sprich, ich muss noch einiges leider machen, vor allen Dingen mikroskopische Anatomie, meine Lernzettel schreiben und so. Gerade los. Naja, aber mit dieser Location macht man es auch wohl lieber als irgendwie zu Hause am Schreibtisch. Also ich, ja, außerdem habe ich gestern und vorgestern wirklich so viel nichts gemacht. Ich darf jetzt auch mal langsam wieder reinhauen. Genau. Und heute sind wir nicht auf dem Boot. Wir, ich weiß gar nicht, was wir vorhaben. Ich glaube, wir fahren später vielleicht noch nach Palma, weil ich muss ja eh zum Flughafen. Das würde sich, glaube ich, anbieten. Aber ja, irgendwas werden wir schon machen. Erstmal frühstücken wir. Und erstmal lerne ich zu Ende, dann frühstücken wir. Und genau, dann muss ich auch noch meinen Koffer ein bisschen packen. Ja.